Es ist den europäischen Rechten auch zu meiner Zeit in der AfD vorgeworfen worden, man würde Europa als Ganzes ablehnen. Das war nie richtig, das war aber natürlich ein Kampf, ein ideologisches Kampfinstrument zu sagen, da sind diejenigen, die gemeinsam wollen und da sind diejenigen, die isoliert wollen. Das ist so nicht richtig. Es hat auch unter europäischen Rechten, und ich würde die AfD nur gerne rausnehmen aus den anderen europäischen Rechten, weil sie sich in eine desaströse Richtung entwickelt hat und gewisse Mäßigungsschritte, die andere rechte Parteien in Europa ja durchaus durchgemacht haben, schauen Sie nach Frankreich zum Beispiel mit Marine Le Pen, nie geschafft haben und auch nicht mehr schaffen werden. Sie müssen sie nicht mögen, aber tatsächlich hat Marine Le Pen Anhänger in Größenordnung in Frankreich. Ich finde es spannend, dass Sie von Mäßigung sprechen. Aber nochmal, wir reden über politische Interpretationen. Tatsache ist, dass man nicht 30% der Bevölkerung in Frankreich als Extremisten bezeichnen kann, die weder da käme. Sollte man jedenfalls, ich denke, das sollte man nicht tun. Das heißt, in der Tat, es hat diese Kontakte zu Russland auf verschiedenen Ebenen von verschiedenen Parteien gegeben. Die resultieren natürlich immer auch daraus, dass Oppositionsparteien versuchen überhaupt eine internationale Verknüpfung oder Renommee zu erlangen. Und Russland natürlich sehr willig, glaube ich, versucht hat, diese Parteien auch einzusammeln, weil man gesehen hat, dass sie Brückenköpfe nach Europa sein können, wo sie vielleicht an anderer Stelle keinen Anknüpfungspunkt gefunden haben. Das war trotzdem zum Scheitern verurteilt. Ich glaube auch, dass all diese Parteien, nicht nur Marine Le Pen, auch andere Parteiführer, jetzt zu diesen Entwicklungen auch gern lieber schweigen, weil sie auch sehen, mit wem sie sich da eingelassen haben. Ich glaube nur, dass sie von dieser Fehleinschätzung nicht allein betroffen waren. Deswegen sollte man, wenn man schon darüber redet, dass der Westen Russland falsch eingeschätzt und Putin, dann so ehrlich sein zu sagen, das haben so ziemlich alle Parteien getan. Und die Korruption hat nicht nur Gerhard Schröder betroffen, wenn Sie so wollen, sondern sie hat weite Teile zum Beispiel der deutschen SPD betroffen. Über Österreich darf ich und kann ich mich an der Stelle gar nicht äußern. Aber für Deutschland kann ich das sagen, dass diese Kooperation mit Russland oder auch das Dulden von Putins Eskapaden weite Teile der politischen Landschaft betroffen hat. Also da kann man dann nicht sich einzelne Personen rausgreifen und sagen, aber ihr wart schlimmer als die anderen. Tatsache ist, diese Verantwortung trägt man am Ende gemeinsam. Ich möchte bei dem Verhältnis zu Russland noch einmal zu Ihnen zurückkehren, Frau Rabotenko, weil denn Sie haben ja natürlich, wie sehr viele in der Ukraine, auch enge Kontakte zu Russland. Es ist auch Russisch Ihre Muttersprache. Russisch ist meine Muttersprache, ja. Und das ist ja auch interessant, man sieht zum Teil, dass auch in der Ostukraine, also in diesen russischen Gebieten, das ganz schwierig wird, weil ja dort auch die Meinung vorherrscht, jetzt haben wir sozusagen uns solidarisch immer mit Russland erklärt und es werden auch unsere Städte angegriffen. In Odessa ist es ja ähnlich, Odessa ist eine russischsprachige Stadt immer gewesen. Das ändert sich jetzt. Wie sehen Sie denn das Verhältnis jetzt auch dieser Bürger von Odessa, die sozusagen, mit denen Sie auch engen Kontakt haben, zu Russland selbst? Konzentriert man das irgendwie auf das Regime, auf Putin? Oder wie ist das Verhältnis zwischen Ukrainern und Russland? Zwischen denen es ja über weite Strecken und sehr breit ganz enge, auch familiäre Kontakte gibt. Ja, schauen Sie, es ist ein Abschied. Wir nehmen, glaube ich, in diesem Moment kollektiv einen Abschied. So einen Abschied von der Vorstellung, ein Brudervolk im Osten zu haben. Und wir emanzipieren uns mental im Geiste auch von dieser Opferrolle. Darum betone ich es immer wieder, es ist wichtig, dass wir es schaffen, diesen Krieg allein zu gewinnen, natürlich mit der Hilfe, mit der militärischen Unterstützung der NATO. Aber es ist wichtig für die Ukraine, die jahrhundertelang unterdrückt wurde, der ganzen Welt und sie selbst beweisen, dass wir fähig sind. Und wir sind es. Und wir sind es wert, zu verstehen und zu erkennen, was wir sind als Volk. Und diese Frage stelle ich mir auch in diesen Tagen die ganze Zeit. Was ist ein ukrainischer Charakter? Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin so weit, dass ich, wenn der Krieg vorbei ist und wir ihn gewonnen haben, dass ich einen Ukrainischkurs absolviere. Und ich möchte als Geste Ukrainisch sprechen. Also auf jeden Fall flüssig sein im Wechsel. Ich möchte wechseln können. So, das ist ja. Auch deswegen interessant, weil Sie schildern ja auch an Ihrer eigenen Person, wenn man so will, die Etablierung eines ukrainischen Nationalbewusstseins unter dem Druck dieses Angriffs. Das ist auch deswegen interessant, weil Sie als Intellektuelle und als Schriftstellerin eigentlich ja auch, wenn man so will, einem Milieu angehören, in dem Nationalbewusstsein, nationales Denken eher als rückständig und als rückschrittlich betrachtet wird. In dieser Zeit
ist es alles andere als verkehrt, sich mit diesem Gedanken zu beschäftigen. Und ich empfinde diese Begriffe nicht als pathetisch oder hohl. Nation, Volk, was mich selbst überrascht. Würde, Freiheit, das klingt in diesen Tagen gewaltig und authentisch. Und ich glaube, die meisten stellen sich diese Frage, wie wird die Ukraine ausschauen, wenn der Krieg vorbei ist? Werden wir genauso füreinander brennen und einander helfen, solidarisch miteinander sein? Ich hoffe, dass der Zusammenhalt, den wir jetzt erleben, bleibt. Sie glauben auch, dass sozusagen Nationalbewusstsein etwas ist, was unter diesem Druck entsteht und sich dann auch, man sagt ja immer, das Problem dabei ist, dass es sich dann auch problematisch entwickeln kann. Nationalbewusstsein und nationale Identität ist ja tatsächlich in intellektuellen Kreisen etwas, was man eher mit Distanz und Vorsicht beobachtet. Sehen Sie dann auch, und es gibt ja auch viele, die sagen, da wird jetzt übertrieben, da wird jetzt sozusagen auch ein Ultranationalismus irgendwie geformt, der schädlich werden könnte. Ich würde nicht von einem Ultranationalismus sprechen. Gerade Intellektuelle neigen oft auch genau in solchen Situationen Nationalbewusstsein zu fördern. Das sehen wir auch in der Ukraine. Viel von Literatur wird dann eben nicht in Russisch gemacht, sondern wirklich in Ukrainisch oder was auch immer. Was hier spannend ist, und das hat auch Russland überrascht, man war eigentlich der Meinung, dass die Ostukraine zumindest bei so einem Krieg relativ rasch auf die russische Seite wechseln würde. Das ist auch, das haben wir in Georgien gesehen, mit Abchasien und Südossetien, das haben wir auf der Krim gesehen, das haben wir in Teilen von Lugansk und Donetsk gesehen. Und man war überrascht, dass das jetzt auf einmal nicht der Fall ist. Das heißt, die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine fühlt sich als Ukrainer. Und das kommt man drauf, die erkennen einfach, dass die politischen Freiheiten in der Ukraine, die auch nicht immer ideal und perfekt waren, und die wirtschaftliche Prosperität und die Hoffnung auf eine gute Zukunft in der Ukraine viel besser sind als wenige Kilometer entfernt in Russland. Das hat Russland überrascht, das hat die Kriegsführung massiv beeinflusst. Und das wird auch längerfristig für Russland ein Problem werden, wenn man gedenkt, diese Teile wirklich zu besetzen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen mein Glaube ist ja, dass Russland versuchen wird, so viel Gebiete wie noch möglich zu besetzen, wobei wir im Krieg mittlerweile fast schon in einem Stellungskrieg sind, wo sich nicht mehr viel bewegt, um dann in Verhandlungen zu gehen. Jetzt ist eins der Motive, die es gibt, weil ja die Sanktionen im Wesentlichen das große Mittel sind, jedenfalls der EU, dieser Aggression oder diesem Krieg entgegenzutreten. Dieses Stichwort frieren für die Ukraine, Frau Kaponenko, Sie haben auch gesagt, Nord Stream 1 killen, das heißt diese Forderung, die es auch gibt, vollkommen auszusteigen und so eine Art Embargo und Boykott gegenüber allen russischen Rohstofflieferungen, Gas und Öl irgendwie als Mittel jetzt einzusetzen. Was schwierig ist, weil möglicherweise das die Europäer selber nicht aushalten, nicht? Naja, ich glaube, an der Stelle sind einfach Grenzen gesetzt. Die Fehler lassen sich nicht kurzfristig korrigieren. Das ist das Problem. Also Deutschland ist zu 50% abhängig vom russischen Gas. Und da wir unsere sonstigen Kraftwerke alle abgeschaltet haben oder abschalten wollen, haben wir gerade eine etwas schwierige Situation, zumal Flüssiggasterminals auch nicht gebaut wurden. Und zur Ehrlichkeit gehört zu sagen, dass wir da kurzfristig nicht rauskommen. Das ist nicht schön. Aber den Bürgern zu erklären, dass sie jetzt bei 15 Grad in der Wohnung sitzen sollen, das finde ich ehrlich gesagt politisch reichlich unverfroren, um die Vokabel zu benutzen. Denn dann muss man auch erklären, wie das in den nächsten, es geht ja nicht nur die nächsten Monate ist, und es geht nicht nur um die Heiztemperatur in den Privathäusern, sondern es geht auch um die Frage, wie versorgen wir unsere Industrie mit Energie, wie versorgen wir unsere Industrie auch mit Rohstoffen. Der französische Konzern Total hat in Mitteldeutschland, also in meiner Heimat, gerade verkündet, man würde auf russische Öllieferungen zukünftig verzichten. Nicht sofort, aber in relativ kurzer Frist. Das legt Tausende von Tankstellen lahm. Dort kann die chemische Grundstoffindustrie nicht mehr produzieren. Was das für ein Exportland wie Deutschland heißt, kann sich jeder vorstellen. Das heißt, man schädigt am Ende die Industrie. Und die Frage ist, erreicht man damit etwas? Auch deswegen glaube ich, dass eine militärische Lösung nicht ausgeschlossen werden sollte, nicht von vornherein, weil die Frage ist, was mit einer langen Frist des Krieges, wir hoffen auf ein schnelles Ende, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, welche Kollateralschäden in Europa weiterhin angerichtet werden. Ich weiß, aus Sicht der Ukraine muss das eine Petitesse sein, ist mir völlig klar. Auf der anderen Seite können wir der Ukraine auch nur helfen, wenn wir unsere Wirtschaftsfähigkeit und unsere Wirtschaftskraft bewahren. Wir können uns nicht selbst ruinieren, dann sind wir auch keine Hilfe mehr.
Aber Sie, Frau Gabulenko hat gerade den Kopf geschüttelt, das möchte ich noch kurz abholen. Klar. Ja, ich glaube, Demokratie gibt es nicht zum Nulltarif. Und es ist einfach zu gut gedacht, wenn wir bedenken, dass wenn dieser Krieg nicht gestoppt wird, egal mit welchen Mitteln, also auf diese militärische Schiene möchte ich nicht mal eingehen, die neutrale NATO, das ist schon lange klar, dass die NATO neutral bleibt. Aber es geht doch darum, dass wir keine Hungersnöte in der Welt bekommen. Das wird viel, viel teurer für Deutschland und die westliche Welt sein, als wenn die Großmutter irgendwo in Gelsenkirchen die Heizung ein bisschen runterdreht. Und ich bin mir sicher, die ist bereit zu frieren, wenn sie Jahrgang 32 ist und wenn sie mitbekommen hat als Kind, wie es war. Sie haben in einem Vorgespräch einer Kollegin gesagt, lieber frieren in Würde als frieren ohne Würde, wenn nämlich so quasi Russland von sich aus das Gas abdreht. Es ist ja auch diese Außenpolitik unter demokratischen Umständen auch schwierig, weil wenn man sagt, man kann nicht mehr abhängig sein vom Öl und Gas eines Diktators wie Wladimir Putin, dann nach Katar zu pilgern, um sozusagen dort Ersatz zu suchen, ist ja möglicherweise auch schwierig, nicht? Das ist das nächste Problem. Vor allem, man muss sich schon berücksichtigen, dass, und Sie haben das zu Recht erwähnt, wir haben, die Heizsaison ist eigentlich vorbei. Wir werden jetzt nicht frieren, aber wir haben Industriebetriebe, vor allem Österreich, Deutschland, die auf Gas angewiesen sind. Wir können vielleicht auf Erdöl verzichten, das können wir leichter transportieren, leichter aus den USA oder anderen Bereichen kaufen. Bei Gas wird es schwieriger. Aber wir müssen uns vorstellen, wenn dieser Konflikt länger dauert, ob die Gesellschaften im Herbst dann noch diese Solidarität haben, die wir momentan haben, die ist ganz toll, aber man darf nicht davon ausgehen, dass diese Solidarität weiterhin hält. Die ersten sind ohnehin ja schon die Österreicher, die ja aus dieser Solidarität zusammen ausscheren, vielleicht noch mit den Ungarn. Das heißt, das wird schon zu einem großen Problem werden. Ich bin anderer Meinung, dass wir jetzt nicht in einen Krieg noch weiter eskalieren, weil die Eskalation endet dann in einem Zustand, der für keine Seiten etwas ist, was wir uns wünschen. Unsere Zielsetzung kann ja nicht sein, uns da zu isolieren, sondern die Zusammenarbeit zu suchen. Es geht mal nicht nur um wirtschaftliche Aspekte, sondern das reicht ja weit über kulturelle Aspekte. Jetzt werden unterschiedliche Kulturschaffende ausgeladen. Es schickt sich nicht mehr ins russische Restaurant essen zu gehen. Also ich finde, das reicht etwas zu weit in der Debatte. Natürlich müssen wir überlegen, was Öl und Gas betrifft, zu überlegen, wie können wir substituieren. Aber das ist nicht nur eine friedenspolitische Frage, sondern eine klimapolitische Frage. Sind Sie bereit, für den Frieden zu frieren, Herr Reitner? Es geht nicht darum, für den Frieden zu frieren, sondern Strukturen aufzubauen, die uns es möglich machen, sozusagen, wenn man sagt, ein gutes Leben für alle zu führen. Für die Zukunft, aber wir reden ja immer vom Jetzt. Ja, ich hätte noch ganz gern einen Punkt angemerkt, der mich elektrisiert hat in ihren Ausführungen, wie Sie gesagt haben, die NATO verhält sich neutral. Wir müssen schon ein bisschen in Relation halten. Die NATO verstärkt ihre Truppen in Osteuropa. Die NATO diskutiert unterschiedliche Szenarien. Wir diskutieren die Beistandsverpflichtung wieder in einer sehr intensiven Art und Weise. Die NATO als neutral zu betrachten, nur weil sie keine Flugverbotszone verhängen will, das halte ich für einen etwas eigenartigen Begriff von neutral. Die NATO ergreift sehr wohl Partei und die NATO agiert auch in militärischer Hinsicht, indem wieder neue Truppenkontingente ist Kriegspartei, in osteuropäische Staaten gebracht werden. Das würde ich nicht als neutral bezeichnen. Ja, aber die Botschaft an Putin ist doch ganz deutlich. Wir bleiben neutral, mach dir keine Sorgen, Wladimir. Wir bleiben neutral, mach was du willst, du hast freie Hand. Also mach dir keine Sorgen, es gibt keinen Dritten Weltkrieg. Dass die Ukrainer das so sehen müssen, ist verständlich. Sie können gar keine andere Sicht haben. Tatsache ist, dass die NATO an der Stelle keine einheitliche Sprache spricht. Mhm. Und dass sie auf der einen Seite in der Tat militärisch bereits engagiert ist, aber natürlich vermeidet und aber eben nicht einstimmig und nicht mit einer gemeinsamen Strategie agiert. Also wenn sich der Bundeskanzler Scholz hinstellt und eben sagt, wir werden auf keinen Fall militärisch eingreifen, wenn Biden das vor Wochen schon gesagt hat, zu einem Zeitpunkt, wo es, glaube ich, wirklich schädlich war, das zu sagen, da fragt man sich, welche Ambitionen, welche Strategie steht dahinter, solche Aussagen zu treffen, die natürlich Putin suggerieren, dass er relativ freie Hand hat, dass er das de facto nicht hat und dass die NATO mindestens aufklärerisch hilft. Das wissen wir alle. Aber die Frage ist immer,
habe ich eine gemeinsame Strategie. Und da kann ich aus deutscher Sicht nur sagen, die ist derzeit nicht erkennbar. Und zwar nicht nur für militärische Laien wie mich, die deswegen, weil sie nicht in Regierungsverantwortung stehen, noch lange nicht verantwortungslos nachdenken, sondern im Gegenteil, es braucht die vielen Stimmen, es braucht das Nachdenken auch abseits der Regierungsstuben, weil man dort bekanntlichermaßen andere Grenzen hat. Aber Tatsache ist, es gibt diese Strategie nicht. Das wird auch von führenden Militärexperten in Europa durchaus zuerkannt. Wenn ich an Estland und an die anderen beiden baltischen Staaten denke, die sehr diplomatisch, aber in ihrer diplomatischen Sprache sehr deutlich darauf hinweisen, dass wir als Europäer mehr darüber reden, was wir nicht tun können, anstatt darüber zu reden, was wir tun können. Das war ein wörtliches Zitat. Das ist jetzt aber schon eine relativ große Bandbreite. Frau Gabonenko sagt, das Signal der NATO ist, Wladimir, mach dir keine Sorgen, du kannst tun, was du willst, wir werden nichts tun. Sie hingegen sagen, die NATO ist sogar Kriegspartei. Die NATO ist Kriegspartei. Die NATO unterstützt im Sinne der kollektiven Selbstverteidigung die Ukraine in einem gewissen Ausmaß in diesem Krieg. Man greift zwar nicht direkt ein, aber die Waffenlieferungen, die Aufklärung, die man der Ukraine gibt, die sind ganz essentiell für den Kriegsfortschritt. Wenn man sieht, wie viel Boden-Luft-Raketen, wie viel panzerbrechende Waffen in die Ukraine geliefert werden, neuesten Typs, ja, wo man jetzt auch darüber diskutiert, Flugabwehrsysteme die Ukraine weiterzugeben, die ein massives Problem für die russische Kriegsführung sind. Und das ist etwas, wo Putin nicht sagt, na ja, die verhalten sich neutral. Das ist ein massives Problem für Russland. Und der Grund, warum die Ukraine momentan den Krieg so gut führen kann, ist nicht nur dieser heldenhafte Einsatz und das gute Training, es sind auch die von der NATO gelieferten Waffen. Und die jetzt nicht aufhören, sondern die in tausenden Stücken weiterkommen. Also das ist ganz klar für Russland und das ist ein klares Zeichen an Russland, dieser Krieg wird euch teuer zu stehen kommen. Und es geht jetzt wirklich nur mal darum, das weiß Russland. Russland weiß, man kann die Ukraine nicht niederzwingen. Man versucht nur, sich nur jetzt in eine Verhandlungsposition zu pumpen, um das Maximale rauszukriegen. Darf ich das kurz aufgreifen? Weil Sie haben gerade gesagt, Putin weiß. Und wir sagen dann, Putin denkt, Putin hat sich da getäuscht, Putin denkt so, Putin denkt so. Jetzt möchte ich Sie noch mal fragen, weil Sie ja Schriftstellerin auch ein besonders feines Sensorium für das Agieren von Menschen haben, auch wenn Sie die möglicherweise nicht persönlich kennen. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie würden Sie denn beschreiben oder interpretieren das Agieren des russischen Präsidenten? Er ist ein Soziopath mit hohem Sicherheitsbedürfnis. Darum sitzt er an diesem langen Tisch. Darum trägt er diese kugelsichere Weste. Darum lässt er niemanden an sich ran. Darum gibt er die Verantwortung ab. Er ist ein feiger Mensch. Der terrorisiert die westliche Welt mit diesem roten Knopf. Ich finde das völlig verrückt, dass man darauf reinfällt. Der ist doch nicht verrückt, der will doch nicht in seinem Bunker im Ural sitzen. 3 Monate so beheizt, mit Schwimmbad, keine Ahnung, was. Was die Annehmlichkeiten sind. Ja, und dann kommt er 2 Monate später raus. Es gibt kein Russland mehr, weil die Retourkutsche würde prompt kommen, nach 30 Minuten, glaube ich. Was will er? Was will er mit so einer zerstörten Ukraine, die sich nie ergeben wird? B, was will er mit so einem zerstörten Russland? Das ist einfach eine Show, die er abzieht. Und schauen Sie sich einfach unsere Leute in der Ukraine an, diese älteren Herren, die sich vor die Panzer stellen. Sie haben null Angst. Sie glauben ihm einfach nicht. Darum finde ich diese ganzen Verhandlungen auch eine Art Show. Es ist nur... es ist auch, glaube ich, auch falsch, mit ihm zu verhandeln. Vielleicht will er einfach Zeit gewinnen, um sich zu überlegen, was mache ich als nächstes. Mit dem lässt sich nicht verhandeln. Sie sagen, diese alten Herren in der Ukraine, die ja die Sowjetunion alle noch erlebt haben und auch Teil der sowjetischen Armee waren wahrscheinlich, die glauben ihm nicht. Was denken Sie denn, hält da die Bevölkerung in Russland auf seiner Seite? Ja, der Wunsch, groß zu sein. Das Bedürfnis, anerkannt zu werden. Was hat Russland der Welt zu bieten seit 30 Jahren außer Gas und Öl und ein bisschen Kohle? Diese russische Welt, die einfach eine Floskel ist. Der Sieg über Hitler, auf dem die schon so lange rumreiten. Und ich bin auch damit groß geworden, auch mit dem 9. Mai und diesen Paraden. Und das ist einfach so wie so ein Windhauch. Und Russland
muss arm werden. Die Russen müssen verstehen, dass sie einen falschen Menschen unterstützt haben, dass sie einer falschen Idee hinterherlaufen. Und sie müssen sie auch neu finden. Aber ich glaube, wir machen uns zu viele Sorgen um Putin und die Russen. Also für uns ist das Thema durch. Für mich ist das Thema durch. Der große Bruder ist bei mir unten durch. Aber um die Russen wird man sich möglicherweise doch Sorgen machen müssen, denn egal wie dieser Krieg ausgeht, wir werden morgen alle noch auf dieser Erde wohnen, hoffentlich. Und dann muss man ja auch mit Russland, weil Sie sagen, danach zurechtkommen. Ist Russland eigentlich für die Idee, wie das weitergehen kann, auch aus Ihrer Perspektive und aus, wenn man so will, friedenspolitische Perspektive, nicht auch die russische Zivilbevölkerung ein besonders wichtiger Akteur? Absolut, das ist das, was ich zuerst versucht habe auszuführen. Es geht nicht nur um die Staaten und ihre Interessen, sondern wenn wir jetzt das mal herabbrechen, um menschliche Sicherheit und nicht nur um die Sicherheit eines Staates. Das haben wir in den letzten 2 Jahren bemerkt, was menschliche Sicherheit auch bedeutet. Sicherheit in wirtschaftlicher Hinsicht, soziale Sicherheit und so weiter. Und das ins Zentrum zu rücken, das halte ich für einen zentralen Punkt, wenn wir über Friedensordnung auch nachdenken, dass wir von diesem staatlichen Begriff ein Stück weit wegkommen. Und das hängt auch natürlich mit das sind flankierende Prozesse, mit der Herausbildung von Vertrauen wieder in den internationalen Beziehungen auch zusammen. Und am Punkt vielleicht auch noch, wir sehen ja gegenwärtig unterschiedliche Konstellationen von Machtverschiebungen in den internationalen Beziehungen, als jetzt erst die Volksrepublik China angesprochen haben. Und da gilt es, gemeinsam mit einer europäischen Friedensordnung auch dafür zu sorgen, wenn sich diese Machtverschiebungen in irgendeiner Form massiver, konfliktiv oder gewaltförmig entladen, dass wir hier an sowas wie einer wetterfesten internationalen Ordnung bauen sollen. Und ich glaube, gerade die europäischen Staaten sollten ein großes Interesse daran haben, hier konstruktiv mitzuarbeiten. Gerade wenn wir uns jetzt die Konflikte zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik anschauen, alles was jetzt im Zusammenhang mit Russland läuft, das Gewaltverbot beispielsweise, wie wir es in den Vereinten Nationen haben, wir müssen uns überlegen, welche Punkte sind uns für eine internationale Ordnung künftig wichtig und diese Punkte auch zu unterstützen. Und das ist jetzt keine militärische Angelegenheit, das ist eine politische Angelegenheit. Aber Herr Reutner, ich halte die Gedanken zwar für wünschenswert und für interessant, ich halte sie nur für momentan völlig an der Realität vorbei. Weil das, was Russland betreibt und so wie Russland oder wie Putin und sein Regime zumindest einen erheblichen Teil der Russen indoktriniert haben, und zwar nicht seit gestern, sondern letztlich seit mindestens 20 Jahren. Das geht an diesen Gedanken völlig vorbei. Die Chinesen interessieren sich dafür überhaupt nicht. Die Chinesen haben ein völlig eigenes Wertegerüst und die haben ihre Strategie öffentlich. Das heißt, da können wir mit unserer europäischen Werteordnung, also wir können das gern betreiben, aber wir stehen damit vergleichsweise allein da und wir werden auch diese Bestrebungen, international Macht zu erlangen und Staaten zu unterwerfen, wie China das auf der ganzen Welt bereits tut, erst wirtschaftlich und nicht laut, sondern aber chinesisch leise. Aber wir werden uns ja mit der Volksrepublik China in irgendeiner Form ins Einvernehmen setzen. Nein, wir müssen uns gar nicht ins Einvernehmen setzen. Ich bin ganz dagegen, uns mit China ins Einvernehmen zu setzen. Und ich bin sehr dafür. Über Grundlagen der internationalen Ordnung werden wir uns sehr wohl diplomatische Beziehungen kann es natürlich gern geben, aber davon rede ich nicht. Ja. Sondern ich rede davon, ob wir am Ende die Chinesen adaptieren, ob wir den Chinesen erlauben, die europäische und westliche Werteordnung zu unterwandern, wie sie es bereits tun, sodass eine Bundeskanzlerin in der letzten Legislatur im Bundestag sich hinstellt und de facto das Social Credit System von China lobt. Ja. Also wir sind den Chinesen schon so sehr auf den Leim gegangen, dass wir davon dringend zurück müssen. Da darf ich vielleicht noch sehr mehr reden. Es geht jetzt gar nicht um ein Zurückweichen, sondern es geht um die Entwicklung einer internationalen Ordnung, die sich nicht permanent Art und Weise gewaltförmig. Keine internationale Ordnung. Die Russen tun es auch nicht. Ich möchte nur einen Begriff nur zum Schluss aufgreifen, den Sie erwähnt haben und der ja oft ironisch gebraucht wird, wenn man sagt Wandel durch Annäherung. Nicht? Die Politik, die es gegeben hat, hatte zum Ziel Wandel durch Annäherung, dann sagen die Zyniker, der Wandel hat eh stattgefunden, allerdings auf unserer Seite. Und genau. Das ist ja auch sagen, in der Diskussion mit China oft so. Ich möchte nur ganz zum Schluss, weil wir am Ende unserer Zeit sind, nochmal sagen, wir haben ja, wenn man sagt, dieser Krieg muss zunächst mal aufhören, bevor wir alles andere reden, da sagt man dann, dann muss es irgendeine Art von Verhandlungslösung geben, die es auch dem russischen Präsidenten und der russischen Föderation erlaubt, in irgendeiner Form gesichtswahrend da rauszukommen. Was kann denn das sein? Man sagt wahrscheinlich, Sie sagen, das mit der Krim haben wir irgendwie eh schon aufgegeben. Die Krim ist russisch, das ist halt so. Was kann das sein? Wie kann so eine Lösung Wir haben die Krim nicht aufgegeben. Die ist nicht russisch. Habe ich nicht gesagt. Die wollen Sie auch nicht. Nein, das haben Sie nicht gesagt, aber ich glaube... Die gehört uns. Und die werden wir auch zurückbekommen.
mit einer dicken Entschuldigung von den Russen. Nachdem die Ukraine den Krieg gewonnen hat, muss Russland die Ukraine Krim zurückgeben. Es kommt darauf an, in welcher Form wir diesen Krieg gewinnen werden. Entweder durch Russlands Kapitulation, was wirklich verrückt und wunderschön wäre, für Russlands Geschichte sehr, sehr heilsam, endlich mal zu kapitulieren und sich von diesem Siegerwahn zu verabschieden. Oder indem Russland wirtschaftlich so verarmt und so pleite ist, dass es sich einfach zurückziehen muss. Es gibt viele Optionen. Und die letzte, als Christin, ist sie mir nicht so erwünschenswert, weil ich möchte Putin in Mariupol sehen auf der Anklagebank. Letzter Blick in die Glaskugel, wie kann das ausschauen? Also das Ende wird ein Ende sein, das traue ich mich zu sagen, wo keine Seite zufrieden ist. Weder die Europäer, noch die Amerikaner, noch die Russen, noch die Ukrainer. Jede Seite muss Zugeständnisse machen. Oder wir werden diesen Konflikt so lange weitertragen, bis nichts mehr übrig ist. Und es wird dann eben auch die Zivilbevölkerung treffen. Es wird Zugeständnisse machen müssen. Ich sage es ganz offen, das ist nicht fair und das ist nicht schön. Aber die Krim war schon seit 2014 nicht mehr in ukrainischer Hand. Das gilt auch für die Ostukraine oder Teile der Ostukraine, wohlgemerkt. Das wird weiterhin in russischer Hand bleiben. Die Ukraine wird glücklich sein, wenn sie nicht auch noch einen Landkorridor verliert. Ja. Man wird Zugeständnisse machen müssen. Oder die Alternative ist, man führt diesen Krieg bis zum Ende. Russland wird den Krieg nicht verlieren. Das muss ich auch dazu sagen. Man wird ihn zwar nicht gewinnen, aber man verliert ihn auch nicht.